Hallo! Hallo Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute einen Energietrunk aus Ingwerwasser. Passend zur kalten Jahreszeit ja, jetzt. Und vorbeugend gegen Erkältungen, Grippe, für den Magen gut. Also ich habe ein Stück Ingwer, frisch, das schäle ich jetzt. Und dann kannst du mir mal schon die Kanne mit heißem Wasser. So. Also dieser frische Ingwer wird jetzt durch eine Knoblauchpresse gedrückt. Einmal. Geht etwas streng. Die Stückchen kommen auch mit rein. Halbe Tasse heißes Wasser. Halbe Tasse nur. Bitte merken. Nur halbe Tasse. Noch ein bisschen. So, passt. Kann ein bisschen durchziehen. Also ich mache mir das immer morgens nach dem Aufstehen und während ich keine Ahnung, Zähne putze und in der Wohnung herumflitze und irgendwelche andere Sachen mache, zieht es durch. Also etwas abdecken machen wir jetzt nicht, so 10 Minuten. Dann mach's mal du, füll's mit dem Rest kalten Wasser auf. Also dass man es halt das dann. Leitungswasser? Ja, von unserem Filter, wir haben ja Filterwasser. Freilich Leitungswasser. Stopp. So. Also trinkfertig ist es jetzt. So gut, gut warm, gut warm. Dann gebe ich einen frisch gepressten Zitronensaft, einen Schuss hinein, vielleicht so einen Teelöffel, ein Esslöffel. Dann habe ich Galgant nach der Hildegard, etwas Galgant. Dann Zimt, einmal eine Prise. Dann habe ich da Kurkuma. So. Und Nelke, auch gut für die Gedärme. Jetzt kommt noch ein Teelöffel frischer Honig dazu, vom Imker. Also Veganer lassen den Honig weg, die trinken es dann so, aber es schmeckt halt mit Honig lecker und ganz toll. Und das wird jetzt schlückchenweise getrunken, ist vorbeugend der Ingwer gegen Erkältungen, auch wenn man irgendwie Magen-Darm-Probleme hat und mit dem Kurkuma. Die ganzen Gewürze sind jetzt in dem Wasser mit drinnen, auch die Ingwerstücke und der Honig, also die Ingwerstücke werden auch mit zerkaut. Das ist ganz wichtig. Also die muss man essen? Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann kann man das trinken. Das ist jeden Tag mein Getränk auf nüchternem Magen. Der Magen ist dann schon warm. Also das ist jeden Tag mein Getränk morgens, mein erstes Getränk. Und dann kommt mein Müsli. Schau her, was ich jetzt Schönes habe. Zeig's mal. Aus gekeimten Körnern. Aus gekeimten Urgetreide, Emmer und Roggen. Waldstaudenroggen. Ganz ein tolles Getreide, ein keimfähiges Getreide, bin ich jetzt draufgekommen von der Firma Knauf in Bad Rodach. Also die geben sich da ganz, ganz, ganz viel Mühe und die haben noch ganz alte Sorten an Getreiden. Einkorn und Emmer und Waldstaudenrocken und Lichtrocken. Ja, lach hier, dass es alles gibt. Ja, das ist echt fantastisch. Und ich habe jetzt mit dem uralten Getreide, mit dem Emmer, habe ich jetzt ein Brot gebacken, beziehungsweise auch heute unsere Pizza. Das ist leider schon versteckt für heute Abend. Das habt ihr dann im Food Diary von vor 2 Wochen gesehen, ja, die genau. Pizza. Also der Teig, also es kommt schon wirklich darauf an, was man für Getreide hat. Das ist also einmalig und eine richtige Freude, das zu verarbeiten, weil das ist ganz toll. Und wenn ich mal das Brotvideo mache mit dem Sauerteig, also ich hoffe, da haben wir mal Zeit dazu, dann kann ich das nochmal näher sagen. In diesem Sinne sehen wir uns am Donnerstag wieder mit einem Food Diary, aber nicht mit dem, was ich eben angekündigt habe, sondern mit einem anderen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich lasse mir jetzt den schönen Ingwer, das schöne Ingwerwasser schmecken. Live also, like a lady. Tschüss. Tschüss.